Mein Name ist Marie-Therese, ich bin 22 Jahre alt, ich lebe in Berlin und studiere dort Schauspiel und im April 2011 werde ich meinen Abschluss machen. Ich finde, Spielen ist eine unglaubliche Freiheit. Und ja, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viele Emotionen in sich hat und ich kann die im Leben nicht überall rauslassen, weil das den meisten Menschen um mich drumherum zu viel ist. Ich brauche aber irgendein Ventil. Schauspiel ist super. Also, drei Wünsche an meine Zukunft. Erstens, ich möchte spielen und spielen und spielen und hoffentlich niemals arbeitslos zu Hause sitzen. Ja. Zweitens, ich möchte mich nicht verbiegen lassen. Und die ganzen Eigenarten, die ich habe, dürfen ruhig so bleiben, weil mich das ausmacht. Und drittens, ich möchte gesund sein und gesund bleiben. Ich tanze sehr gerne und zwar gehe ich zum Jazzdance. Ich habe erst sehr spät angefangen mit Tanzen, mit 18. Der Grund dafür ist, dass es in meiner Kleinstadt bis dahin nur Ballettunterricht gab, aber ich natürlich zum Jazzdance gehen wollte. Was ich am Jazzdance liebe, ist, dass ich mich auspowern kann. Mir ist auch die Musik sehr nah und im Gegensatz zum Ballett muss ich nicht ganz so versteift durch die Gegend hopsen. Und ich kann mich einfach fallen lassen. Die fünf wichtigsten Dinge. Zufriedenheit. Ruhepole. Spielen. Musik. An meine kleine und meine große Schwester. Ich verreise sehr gerne. Das heißt, auf jeden Fall einmal im Jahr muss ich ans Meer. Außerdem liebe ich England mit dem wunderbaren London. Und ich habe mich in dieses Land schon verliebt, bevor ich das erste Mal überhaupt da war. Und jeder Besuch hat es bestätigt. Und irgendwie ist mein Herz da ein bisschen zu Hause. Also Musik, das ist eines der wichtigsten Elemente in meinem Leben. Ich träume unglaublich gerne. Und zwar laufe ich am liebsten durch die Stadt und habe Ohrenstöpsel in den Ohren und habe die Musik auf ganz laut. Und ich finde es einfach einen schönen Gegenpol zum Alltag, wo man mal abspannen kann, wo man sich mal irgendwo hinträumen kann, diesem ganzen Chaos mal entfliehen kann, das so jeden Tag um uns herum herrscht. Und ich glaube, dass Musik was über jeden Menschen aussagt, also das, was man gerade hört, das hat auch irgendwas damit zu tun, was gerade in meinem Leben passiert. So. Ja. Ich kann Klavier spielen. Ich habe schon in der ersten Klasse Klavierunterricht bekommen, bis ungefähr zur 7. oder 8. Klasse. Und dann leider erst wieder mit 16 und 17 angefangen, Klavier zu spielen. Und zwar aufgrund des Filmes Die fabelhafte Welt der Amelie, weil Jan Thiersen dort ganz wunderbare Klaviermusik runtergelegt hat. Mein Lieblingsmonat ist der April. Also ich bin auch ein kleines Aprilkind. Vielleicht liegt es da dran. Und ich mag den April, weil er bunt ist und weil er von jedem Wetter was hat und weil er sich nicht einordnen lässt in Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und also nicht eindeutig jedenfalls. Es hat alles mal. Es hat Schnee, es hat Regen, es hat Sonne, es hat Hitze, es hat Kälte. Und es ist trotzdem Frühling. Und im Frühling wacht alles auf und es blüht alles. Und es riecht nach Leben und das Gras ist da und die Sonne. Und es ist noch nicht so warm, wenn man Glück hat. April. Ich fotografiere gerne. Das heißt, ich laufe, egal wo ich bin, meistens mit einer wunderbaren Digitalkamera durch die Gegend. Und ich finde am Fotografieren toll, dass man seine eigene Sicht auf die Dinge festhalten kann und das, was man sieht und vielleicht die anderen nicht sehen. Und es gibt so viele kleine Sachen, die man so gerne übersieht. Aber es sind genau die Sachen, die das Leben schön machen und die Kamera kann die einfangen. Ob es einen Plan B gibt, wenn Plan A nicht funktioniert? Nein. Also auch Plan B heißt Schauspiel. Ich kann nichts anderes und ich liebe das und ich will auch nichts anderes.
Und mein Bauch sagt, irgendwie wird es funktionieren. Und er hat immer recht.